So, herzlich willkommen hier zurück zum Mars Effect Andromeda, einer weiteren, vielleicht spannenden Folge. Ich muss, glaube ich, irgendwo runter. Ja, die Kleinen können mir hier gar nichts. Ich glaube, ich muss nach unten zum See runter. Hier vorne ging es einmal runter. Bin letztes Mal ein paar Mal drauf gegangen. Mal bin ich mit dem Wagen hier runter gefallen. Und so, was war oder? Ihr Grund für die Reise nach Andromeda? Die Chance auf eine Nische, die es sonst nirgendwo gab. Allerdings vermute ich, dass es hier nicht anders ist. Das werden wir ändern. Ganz bestimmt. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Okay. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Gut. Danke, Sam. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Whoops! Tja. Ach, okay. Gut, schwimmen kann der Wagen nicht. Ja, witzig, wenn du von alleine da runterrollt. So. Ja, mal interessant. Alles klar. Dann steige ich doch mal wieder ein. Nein, der kann rückwärts. Der hat das nicht so mit dem Rückwärtsgang hier. Wieso fährt er denn nicht wieder rückwärts? Okay. Wem gehört das denn hier? Das Taxi. Aua. Die Anleitung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Au. Was war denn das? Wo
Hallo? Moment, okay. Kann den Arm, dass da so auf einmal alles abgezogen wird. Okay. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ja, ich weiß. Nochmal falle ich da ja nicht rein. So. Die Brücke ist da hinten. So. Einmal anhalten. Na dann. Das wird mich hier unten erwarten. Ist ja egal. Nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Wie tief es da wohl runtergeht. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Peavy. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Tja. Halt. Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe? Wie sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Naja, das machen wir doch immer, ne? Gut.
Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Genau. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Kein Anzeichen von irgendwelchen Ketten. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Es wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Da. Sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Noch ein Gravitationsschacht und das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Aufteilen? Ich weiß nicht. Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Ich werde vorsichtig sein. Halten Sie einfach Funkkontakt. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. 10 Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. Hoppala. Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns, falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Au. Okay. Ich erkenne keinerlei Interface-Verbindungen. Die Barriere kann nicht manuell beseitigt werden. Schade. Sie, dass hier alles einstürzt.
Oh ja. Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Ja, und diese Flüssigkeit hier unten, die kennen wir ja schon. Da wird dann ganz schnell mal dein Leben abgezogen. Also muss man hier aufpassen, aber... Naja. Das brennt! Seien Sie vorsichtig! Ich versuche das ja, da drauf zu kommen. Eieieiei. Okay. So. Muss da hinten irgendwie rüber. Was läuft denn da? Ja. Nein. Ach, du sollst das da hoch, Mann. Ja. Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay. Und hepp. Ich werde es versuchen. Nutzen Sie die Säulen als Deckung. So. Jawohl, das ist auch weg. Oh. Boah, eine Drohne, geh weg hier, Mann. Ja, da ist noch einer. So. Oh Gott. Sieht aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Ja. Hier ist er überall immer. Die eine oder andere Stelle, wo man nicht weiterkommt, oder muss man halt springen und dann
Na dann, hepp. Und hepp. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Tja. Eine Art Pyramide. Noch mehr Pyramiden. Tja. Das ist nur die, die es gebaut hat. Ein Behälter. Was enthält da? Okay. Schön, du hast mitgenommen. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist, könnte sie diesen Ort am Laufen halten. Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen, wo sie enden. Na komm raus, komm. Seien Sie an den Rändern vorsichtig. Ach, echt? Hallo. Augen nach oben, Sie dürfen nicht über uns kommen. Nicht nachlassen, wir haben es fast geschafft. Ja. So. Hallo, was bist du denn hier? Tja, guck da einfach mal so ein bisschen um die Ecke, ne, der Heini. Okay. Manches hier unten funktioniert und manches nicht. Das könnte als Hilfestellung bei der manuellen Reaktivierung des Gewölbes dienen. Oder soll Eindringlinge in die Irre führen. Na toll. Hm.
überall diese Flüssigkeit, ey. Ja. Nein. Bist du denn? Mann, ey. Bam, 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 bam. Noch ein Behälter und der enthält Alter. Und? Die Richtung, da geht's ja nicht weiter. Was für ein großer Gang und eine große Tür. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Was nicht wirklich gut ausgegangen ist. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Okay. Geht ein Licht nach dem anderen an. Interessant. Tja, diese Folge habe ich jetzt heute aufgenommen am 4.12.2019. 11.39 Uhr ist das jetzt gerade geworden. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Tja. Verdammt, der Schacht ist abgeriegelt. Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Ja. Oh, voilà. Okay. Man kann nie vorsichtig genug sein. Erledigen Sie sie. Ich will versuchen. Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Die hat Farah erwischt. Oha.
Hui, ja, das war ein Kampf hier. Bäh. Noch mal an. Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Ja. Aber ich würde sagen, das mache ich dann in der nächsten Folge. So, brauche erstmal eine kleine Pause. Dann würde ich sagen, mach's erstmal gut. Mach dir einen schönen Tag oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Okay.